Sie sind auch in den Maschinen tätig. Ja. Ja? Sie sind im Kosmos überhaupt tätig und in uns aber auch. Wolfgang Hagen hat ja die Sache, und in uns auch. Wolfgang Hagen hat einfach gesagt, was Turing noch nicht begriffen hat an den Maschinen, war eins, dass diese Maschinen unendlich schnell, fast unendlich schnell gemacht werden. Turing hatte ja einen Tag Zeit, um Enigma-Befehle mit seiner primitiven Computerei ab Ende 43 im Bletchley Park zu entziffern. Und John von Neumann war genau der Mensch, der wusste, dass die Atombombe, also diese Kettenreaktion im Kern des Uranelements, ungefähr in 67 Nanosekunden abgeschlossen ist. Und das, und daraufhin hat John von Neumann, aber nicht Turing, und die kannten sich ja, wie gesagt, sehr gut, gedacht, wir bauen jetzt die Computer seriell. Die Befehle gehen alle nacheinander in Reihe, so wie ich den Donner als etwas Serielles beschrieben habe. Und damit imitieren wir den Blitz auf Erden, die unendliche Geschwindigkeit. Und deshalb werden unsere Maschinen immer schneller, weil er die Explosionsgeschwindigkeit der Atombombe zusammengedacht hat mit dem idealen Computer, in dem die Mathematik sozusagen so schnell wie möglich abbrennt, sage ich jetzt mal, wie eine Rakete, wie eine Pulverrakete. Und wenn wir die Quantencomputer haben, und wir haben die in 10, 15 Jahren, dann sind wir auch fast so weit. Und der Blitz ist da.